Willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und ein Abonnement und ein Daumen nach oben sind natürlich umsonst. Wie immer, da würde ich mich freuen. Wir haben schon mal Sachen geupgradet übrigens. Deswegen stehen wir hier. Wir haben ein paar Sachen geupgradet, also so ziemlich alles. Es fehlt nicht mehr wirklich viel. Aber es fehlen noch so ein paar entscheidende Sachen für einige Outfits auf jeden Fall. Zum Beispiel auch das Wildnis-Set, das ist noch überhaupt nicht weiter geupgradet. Bis auf halt einen Stern alles jetzt. Weil uns der Ausdauerhonig fehlt. Ich glaube, wir holen jetzt zuerst den Ausdauerhonig. Danach, glaube ich, die Sternfragmente. Ich weiß es noch nicht genau. Weil Sternfragmente wird dauern. Sternfragmente wird echt lange dauern. Diesen Part hier nehme ich übrigens gerade gestern für euch auf. Ganz kurz bevor es heute ist schon. Ja. Tja, so ist der Potato Pet halt. Er nimmt immer wieder auf den letzten Drücker auf. Liegt mir daran, dass ich derzeit sehr, sehr viel Final Fantasy suchte. Ganz viel Final Fantasy. So. Wir brauchen noch die Sportechsen, brauchen wir auch noch, aber... Wayne! Aber warte, wir können auch noch mal ganz kurz gucken. Ebene von Hyrule, Tabanta, Grenzland, okay. Ebene von Hyrule, Tabanta, Grenzland. Also überall. Ebene von Hyrule ist ja quasi das ganze Gebiet hier. Gehen wir einfach mal hier hin, vielleicht finden wir ja ein paar. Vielleicht finden wir ja ein paar schöne, kleine Ausdauerhonige. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Honig? Ausdauerhönig? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Was mache ich denn da? So. Nichts gefunden bisher. Okay, dann lass uns mal mit dem Eponator fahren. Ja, da fahren wir erstmal gegen die Wand. Was ist denn das da vorne? Ist das ein Sternsplitter, der runtergekommen ist? Okay. Here we go, meine Freunde, here we go. Aber doch ein Sternfragment direkt. Oder Sternsplitter. Ich habe gerade überlegt, wir können das eigentlich kombinieren, ne, mit den Sternsplittern. Wir können das eigentlich theoretisch kombinieren. Mit dem Ausdauerhonig und den Sternsplittern. Indem wir nämlich immer wieder ein Lagerfeuerchen machen und einfach warten, bis dann eben wieder Nacht ist, sodass dann ein Sternsplitter runterkommt. Danke. Danke für den Sternsplitter. Da freue ich mich doch. So, dann wollen wir doch mal tanken. Mit dem schönen Biodiesel wieder. Und schreibt man hin, 6 Sternsplitter brauchen wir noch. Kann sein, dass man nachts auch keine Bienen hat und so. Das wäre gar wundervoll, wäre das. Hip.
Okay. Dann muss man das Camp kurz auseinandernehmen. So, zwei Ausdauerhonig haben wir schon geholt, ne? Dann schreibe ich schon mal drauf hin 10. So, wir brauchen noch 10 Stück. So, brauchen noch 9. Piepst doch mal wieder, mein Radar. Irgendwann darfst du auch gerne wieder piepen. Was steht jetzt, wir sitzen da rum. Ich bin schon Jäger. Nee, gar keine Lust auf die. In dem ganzen Wald ist kein Ausdauerhonig. Krass. Hätte ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Na gut, dann müssen wir woanders hin. Ich glaube, das ist auch nicht klug da jetzt schon. Wir gehen vielleicht einfach mal zum Anfangsgebiet. Da gibt es ja auch ein bisschen Ausdauerhonig. Wir brauchen ja noch 9 Stück. Das Schlimmste wird der Ausdauerkäfer, aber das ist auch, glaube ich, auch nicht so schlimm, weil wir können einiges an Edelsteine und so verkaufen. Und dann haben wir genug Geld, um die ganzen Fotos zu kaufen und dann können wir da ja einfach nach suchen mit dem Scanner. Ach komm. Als ob ihr wüsstet, dass ich das war. Als ob. In euren wildesten Träumen würdet ihr das nicht wissen. Aber hier gibt es nur einen einzigen im Wald. Krass. Ich hätte damit mehr gerechnet, dass hier ein bisschen mehr wäre als nur ein einziger. Hier ist kein Honig, okay.
In dem Wald davon ist auch kein Honig. Okay, da wir so wenig Honig finden, habe ich das Gefühl, wir sollten den Plan ändern. Ich habe eine andere Idee. Tabanta. Da sollte man ja auch hingehen können. Und das Tabanta Schneefeld. Ist es Tabanta Schneefeld gemeint gewesen oder ein anderes Tabanta? Ich nehme an, es war auch hier in dem Schneeregion. Gucken wir mal. Vielleicht finden wir da direkt Honig. Das wäre schön. Wir brauchen doch nur ein bisschen Honig. Ein bisschen Honig, das wäre schön. Also hier ist gar kein Honig. Ist auch zu kalt für Honig, glaube ich. Aber was heißt denn Tabanta-Region dann? Ist dann das hier oben auch? Tabanta-Grenzland ist ja auch hier unten, ne? Klar. Ja, vielleicht hier, aber hier sind doch keine Wälder. Ja, da unten sind Wälder. Vielleicht meint ihr das um das Dorf herum oder so. Schauen wir mal. Aha. Ja, aber die biegen keine Chance, wa? Aha. Da bin ich so schnell. Oh nein, Bambi wurde überfahren. Bambi wurde vom Jäger erschossen. Ah ne, Bambis Mutter. Aber hier ist auch wieder weit und breit kein einziger Honig, ne? Das ist halt schon ein bisschen blöd. Respawnt der Honig, wenn ich mich jetzt wieder hierhin teleportiere? Das frage ich mich gerade. Also manche Schatzkisten tun das ja auch, die respawnen einfach jedes Mal. Nein. Die respawnen aber vielleicht, wenn ich neu lade, ne? Kann das sein? Ah, das ist halt echt nervig mit den Laden und Speichern. Also Speichern und Laden, das ist halt echt mega nervig, das immer zu machen. Oh. Ich weiß nicht, ob das Spiel das wirklich alles speichert, ne? Ob ich irgendeinen Honig aufgenommen habe. Scheinbar speichert das Spiel das. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Aber spätestens, wenn wir jetzt woanders hin teleportieren würden und dann wieder da zurück teleportieren würden, ich glaube, dann würde es wieder resetten. Also, ich weiß nicht, ob wegteleportieren, wieder hinteleportieren funktionieren würde, aber es auf jeden Fall wegteleportieren, speichern, laden und dann wieder hinteleportieren. Aber das wäre so lange, das wäre so viel Aufwand, zeitlich gesehen. Klar, Ausdauerhonig sammeln ist auch viel Aufwand, aber der Aufwand macht wenigstens noch einigermaßen Spaß, weil wir halt Sachen sehen, ne? Aber das wäre dann halt wirklich nur noch Menüs. Okay, hier scheint es mehr als ein Honig zu geben, was schon eine gute Gegend ist.
wenn ich ehrlich bin. Mehr als ein Honig ist immer gut. Oh, 3 Honig gibt's hier sogar. Also hier würde es sich lohnen, das zu machen. Mit dem Wegteleportieren, Speichern und wieder hinteleportieren, weil hier so viel Honig ist. Da müssen wir das nur 2-mal machen oder so, dann habt ihr allen Honig zusammen. Vorausgesetzt, es funktioniert überhaupt, das ist natürlich die andere wichtige Voraussetzung für sowas. Oh, die brauche ich glaube ich auch noch, oder? Sportlotus. Nee, die brauche ich nicht mehr. Ah, ich sehe sogar den Honig da vorne. Noch ein Honig. Dabei brauchen wir doch nur 5 Stück. So, ich glaube, wenn ich das richtig sehe, brauchen wir jetzt noch 4 Ausdauerhonig. Deswegen habe ich versucht, das einmal auszuprobieren, was ich gerade eben gesagt habe. Teleportieren uns einfach mal weit, weit weg. Nur weil ich wirklich auf Nummer sicher gehen will, dass das Spiel das nicht mehr geladen hat, welcher Honig fehlt. Ich überlege gerade, ob ich Speicher ins Hauptmenü gehe und dann lade. Das weiß ich halt nicht, aber wir speichern. Wir laden. Und dann teleportieren wir zurück. Im schlimmsten Fall gehen wir dann wieder raus aus dem Spiel, also ins Hauptmenü und laden dann nochmal hier rein und dann gehen wir zurück. Ich glaube nicht, dass das Spiel da speichert, was man alles aufgehoben hat, oder? Also temporär ja, aber nicht in einem Safe-Game, glaube ich. Also es kann jetzt noch gespeichert sein, im RAM quasi, immer noch. Weil ich ja nicht ins Hauptmenü gegangen bin. Ich bin nicht ins Hauptmenü gegangen, deswegen ist es noch gespeichert, dass der Honig weg ist. Aber wenn ich jetzt zum Titelbildschirm gehe. Dann anfangen wieder, laden. Dann wieder dahin teleportieren. Ah, es kann auch sein, dass es einfach abspeichert die letzten 50 aufgehobenen Objekte oder so. Damit man das nicht machen kann, was ich gerade hier versuche. Also wenn es jetzt nicht piept, dann macht es das vermutlich. Irgendwie sowas, die letzten aufgehobenen Objekte. Okay, das wird's sein. Ich bin mir relativ sicher, dass es das sein wird. Der speichert die letzten aufgehobenen Objekte. Und die speichert er dann scheinbar auch ins Safe Game. Oder habe ich mich wohl falsch hin teleportiert? Ich habe mich wohl falsch hin teleportiert. Aber habe ich mich gerade eben auch falsch teleportiert? Oder habe ich mich jetzt gerade falsch teleportiert? Ah, jetzt wissen wir nicht, ob wir das speichern, also ob wir ins Hauptmenü müssen. Wenn es jetzt wieder piept, wissen wir nicht, ob das Teleportieren alleine gereicht hat. Aber ist ja auch egal. Ist ja nur noch 4-mal Ausdauerhonig. Aber für andere Sachen, die wir sammeln, könnte es vielleicht noch interessant sein. Und es piept nicht. Krass, hätte ich echt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin, dass das Spiel das tatsächlich speichert. Hätte ich nicht mit gerechnet. Aber klar, ich weiß, wie ich es machen würde, wenn ich das hier... Das Ding ist einfach, du hast halt nicht unendlich Datenspeicher, ne? Also machen wir uns nichts vor. Auch die Switch hat jetzt nicht unendlich Speicher und das ist ein Safe Game, was irgendwie...
Deswegen gibt es ja immer den Blutmond, klar, aber ich dachte, Blutmond respawnt halt nur die Gegner, aber scheinbar... Also entweder speichern die wirklich jedes Objekt und der Blutmond kommt dann auch, wenn du viele Objekte aufhebst, das kann eine Möglichkeit sein. Oder der speichert nur irgendwie die letzten x Objekte, die man aufgehoben hat, damit man die dann nicht mit einem Safe-Game laden so wieder zurückbekommt. Lustig aber, dass sie es bei Kisten dann nicht tun. Weil die Pfeile kann man ja mit dieser Kiste, da kann man ja immer wieder speichern und laden. Und da gibt's ja diese Tricks, ne? Das ist dann schon lustig, dass es da geht, aber naja. Meinetwegen. Könnte da vorne in diesem Wald viel Honig sein? Ja, oder? Da ist auch ein schöner Wald da vorne. Seht ihr den Wald? Das ist doch ein sehr schöner Wald. Also wenn da jetzt kein Honig ist, in diesem wunderschönen Wald da vorne, in diesem schönen Laubwald, dann weiß ich auch nicht, wo der Honig sein soll. Wenn nicht da, wo sonst? Also, schauen wir mal, wa? Schauen wir mal einfach, ob da vorne Honig ist. Wir sind so ein Schleckerbäulchen, wir wollen das lecker. Oh, Sportfeilchen sind hier auch und Sportlinge. Jede Menge Sportlinge, aber richtig viele. Richtig gut. Wir brauchen nämlich noch 12 Stück oder jetzt vermutlich noch 6 oder so, aber hey, immerhin. Und die Sportfeilchen brauchen wir auch ganz viele von. Ganz viele Sportfeilchen brauchen wir. 64 Stück, um genau zu sein. Aber die Sportlinge dürften wir jetzt haben, die wir brauchen. So. Dann schauen wir jetzt mal in den Wald da vorne. Da, wo ich ja eigentlich hin wollte. Ich war von den Sportlingen so abgelenkt. Die Sportlinge kann ich von meiner Liste, glaube ich, runterschmeißen. Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube schon. Die haben wir auf jeden Fall erfüllt. Hier ist kein Honig. Kein einziger leckerer, lecker schmecker Superhonig. Nichts. Gar nichts. Nichts mehr da. Ganz ehrlich. Noch ein Ding. Nee, gar kein Ding, scheinbar. In diesem ganzen Lecker-Schmecker-Wald gibt es keinen einzigen Honig. Also ist das gar kein Lecker-Schmecker-Wald. Das ist ein... Das schmeckt mir überhaupt nicht Wald. So einer ist das nämlich. So ein Ekelwald ist das. Einer, der überhaupt nicht lecker ist. Niemand mag diesen Wald. Weg mit diesem Wald. Hau ab mit diesem Wald. Niemand will diesen Wald. Verschwinde Wald. Hier könnte was... Aber nee, da waren wir vorhin, ne? Da waren wir vorhin am Vorbeifahren. Ganz komisch. Ich weiß, dass hier noch einer ist, aber das ist ja trotzdem... Es ist nur ein Honig. Das ist schwierig. Dass Honig so ein Problem sein würde, das hätte ich nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich brauche noch ein Herz von dem.
es war das letzte Herz, was ich brauchte, glaube ich. So. Noch 3 aus der Honig. Hier ist aber auch keiner mehr jetzt, ne? Nee. Sieht schlecht aus. Okay, das sieht nicht aus wie... wie Wald. Ich brauch doch nur ein bisschen Ausdauerhonig. Ausdauerhonig. Es wäre doch schön, wenn du mir jetzt einfach Ausdauerhonig gäbest, dann wären wir nämlich alle froh. Da vorne ist nämlich Ausdauerhonig, ja, so muss es sein. Dann springen wir hier mal runter zu dem Ausdauerhonig. Wo ist er denn jetzt hier? So, noch in die Richtung hier. Ah, da ist er ja. Hallo. Okay, es gibt leider nur eine Ausdauerhonig hier. Fahren wir mal ein bisschen weiter. Noch 2 Ausdauerhonig brauchen wir, wenn ich richtig gerechnet habe oder wenn ich richtig gezählt habe, um genau zu sein. Und dann können wir natürlich in diesem Part noch die Upgrades machen für das Set der Wildnis. Wisst ihr, was ich jetzt gerne probieren möchte? Jetzt habe ich ein bisschen was aufgesammelt. Ich dachte gerade, ich habe einen Honig gesehen, aber nein. Da war kein Honig. Hat ja auch nicht gepiept, also. So, jetzt sind wir ein bisschen rumgefahren und haben ein bisschen was entdeckt. Jetzt bin ich gespannt, ob der Honig wieder hier ist. Das wäre sehr gut, wenn er wieder da wäre. Oder? Piep, piep. Killt er oder schlieb? Piep, piep. Nicht? Zu schade. Oh, wie schade. Dann gibt es noch einen anderen Ort, wo wir uns hin teleportieren könnten. Ich überlege gerade. Ich bin mir unsicher, aber versuchen es mal hier unten. Ich glaube, Bockblindherzen kann ich auch runterschmeißen von meiner Liste. Die müssten wir jetzt auch haben. Könnte sein, dass das Nekluda schon ist hier, ne? Deswegen sind ja dann, ist ja kein Honig. Kleder, Nekluda, keine Ahnung. Ah doch, hier ist Honig. Das ist ja auch ein großer Baum, so da ist da vielleicht 2 mal Honig dran. Ne, an dem Baum ist kein Honig. Ich sehe Honig. Das war's? Kein weiterer Honig mehr? Ach komm, ich brauche nur noch einen. Einen Honig brauche ich noch. Einen einzigen. Ah!
da ist er. Der letzte Honig, dann können wir den zur Fee und dann upgraden wir jetzt mal hier in dem Part. Wann haben wir jetzt das Set der Wildnis? Schon mal auf 2 Sterne. Vielleicht sogar schon auf 3, wer weiß. Ob wir schon die ganzen Sachen für 3 haben. Ich glaube, wir brauchen die Ausdauerkäfer für das Set wieder, ne? Deswegen brauchte ich damit 15 Ausdauerhonig und 15 Ausdauerkäfer. Nehme ich an. Aber sehen wir mal. So. Hallo, liebe Fee. Bitte upgrade unser Wildnis-Set. Ich hoffe, ich habe alles da, was wir dafür brauchen. Das wäre nämlich wunderbar. Ja, verstärken bitte. Nee, die ganzen anderen Sachen brauchen wir nicht verstärken. Das hier will ich verstärken. Ich glaube, wir haben 2 zu viel mitgenommen. So. Fürs nächste Upgrade die Ausdauerkäfer. Es war so klar. Es war so klar, wie hätte es auch anders sein sollen. Es war doch einfach klar. Natürlich, natürlich. Wunder, wunderbar. Zum Kotzen. Zum Kotzen. Aber hey, ich weiß jetzt auf jeden Fall schon mal, dass wir nur noch 40 Leuchtsteine brauchen. Nee. Hä? Achso, wir haben ein Leuchtstein-Ding schon auf voll. Ah, also insgesamt brauchen wir 40 Stück. Wir haben jetzt 20, das heißt, wir brauchen noch 20 Leuchtsteine. Okay, dann weiß ich das schon mal. Ich upgrade das jetzt auch. Nee, sonst brauchen wir nichts. So, meine lieben Freunde, passt ihr da draußen aber auch auf euch auf. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.